Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Wieder einmal führt uns das heutige Evangelium in eine Welt, die von der unseren Lichtjahre entfernt zu sein scheint. Der Herr erzählt ein Gleichnis, das von einem Sämann und der Aussaat handelt. Der Sämann geht seiner Verrichtung nach, wie es die Bauern auch in unseren Breiten taten, ehe die Landwirtschaft grundlegend modernisiert wurde. Zu Fuß geht er über sein Feld, greift immer wieder in die Tasche mit Samen, die er umgehängt mitführte, und wirft den Samen im hohen Bogen auf das Feld, dorthin, wo er seine Ernte erhofft. Sonderlich effektiv war diese Art der Aussaat nicht. Drei Viertel der ausgeworfenen Samen reifen nicht zur Frucht heran, sie werden von den Vögeln aufgefressen, von der Sonne versenkt, von den Dornen erstickt. Nur ein kleiner Teil, das verbleibende Viertel, fällt auf guten Boden und bringt, wie das Gleichnis hervorhebt, hundertfach Frucht. Was wir heute als eine ungünstige Aufwand-Ertrag-Relation oder mehr trendy Cost-Income-Ratio bezeichnen würden, war für deine Zuhörer, Herr, wohl ein wenig spektakuläre Alltagserfahrung. Schon möglich, dass es eine ziemliche Verschwendung des Samens war. Aber wie sonst hätte es denn der arme Sämann anstellen sollen? Er handelte, wie heute manche sagen, alternativlos. Und so fragen dich deine Jünger, Herr, auch ein wenig ratlos, was du ihnen damit sagen wolltest. Eine Frage, die wir heute gut nachvollziehen können, mehr noch, wir können sie weiter verschärfen und überhaupt daran zweifeln, ob dieses Gleichnis uns heute, in dieser Welt, in diesen konkreten Umständen, noch etwas sagen könnte. Wie so oft, Herr, erklärst du nun den Jüngern, denen von damals und auch uns heute, den Sinn des Gleichnisses. Wie schon bei anderen Gelegenheiten ist das Feld ein Bild für die Welt. Über diese Welt wird nun, wie du ausdrücklich sagst, der Same des Wortes Gottes ausgestreut. Und auch hier ist die Erfolgsquote bescheiden. Nur in einem Viertel der Fälle trägt die Verkündigung deines Wortes Frucht. Fast wären wir versucht zu sagen, jedenfalls hierzulande, das ist doch noch ein recht guter Wert. Worin liegt aber nun der Unterschied zwischen dem Bauern und dem Verkünder? Beide tun das ihnen Mögliche. Sie strengen sich an, bisweilen bis zur Erschöpfung. Ihnen ist die bescheidene Aufwand-Ertrag-Relation also am wenigsten anzulassen. Bei der Aussaat des Samens gelten die Gesetze der Natur, der Biologie, der Geologie. Wird der Same aufgefressen, versenkt oder erstickt, dann ist das ebenso. Ganz anders verhält es sich beim Samen deines Wortes, Herr. Ob hier die Frucht heranreifen kann, hängt nicht von den Unwägbarkeiten der Natur ab, sondern von der Bereitschaft und der Einstellung dessen, an den dein Wort gerichtet ist. Also, es hängt von uns selbst ab. Wie gehen wir nun mit deinem Wort um? Es kann uns, dich und mich nur erschüttern, dass das Wort Gottes bei so vielen Menschen, nach dem Gleichnis bei drei Vierteln, nicht ankommt. Dabei will doch Gott
wie der heilige Paulus schreibt, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Welche sind nun die Schranken und Hindernisse, die den Samen des Wortes Gottes nicht aufgehen lassen? Du, Herr, nennst drei von ihnen. Prüfen wir uns, ob sich nicht auch manche Spuren davon in unser Herz eingeschlichen haben könnten oder bei anderen Menschen, denen wir nahestehen und denen wir helfen möchten. Die einen hören zwar das Wort, doch dann reißt es ihnen der Teufel aus dem Herzen. Und zwar mit der erklärten Zielsetzung, dass sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Angesprochen sind hier Angriffe von außen, Zweifel an der Wahrheit deines Wortes. Herr, ja nicht selten an dir selbst. Ist das auch wirklich wahr? Das kann man doch heute nicht mehr sagen. Das widerspricht meinen Überzeugungen als moderner Mensch. Solche und ähnliche Einflüsterungen freilich sind anders andere als neu. Erinnern wir uns daran, wie dem Herrn bei seiner großen Rede über das Brot des Lebens in der Synagoge von Kapharnaum entgegengehalten worden ist: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Mit Petrus wollen auch wir immer wieder sagen: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Anders ist es bei einer zweiten Gruppe. Sie nehmen das Wort freudig auf und glauben eine Zeit lang, werden dann aber in der Zeit der Prüfung abtrünnig. Das sind jene, für die der Glaube letztlich nur eine Bestätigung ihrer Überzeugungen und Gefühlslagen ist. Sind beide Größen in Deckung zu bringen, dann hören und befolgen sie das Wort. Aber es kostet sie nichts. Und sie wollen auch nicht, dass es kostet. Bedenken wir, dass das Wort Gottes immer größer ist als unser menschlicher Horizont, dass du, Herr, uns in Sphären führen möchtest, die wir vielleicht nur ahnen, die allein zu erreichen, wir niemals imstande wären. Diese zweite Gruppe scheitert, weil sie keine Wurzeln hat. Bitten wir den Herrn, dass er unserem Glauben tiefe Wurzeln schenke, die ihn, diesen Glauben, vom tiefliegenden Grundwasser speisen können, über die Trockenheit der Oberfläche hinweg. Einer dritten Gruppe ist das Wort Gottes schlicht nicht wichtig genug. Es wird zwar wahrgenommen, aber sogleich beiseite gestellt. Sie haben anderes zu tun. Ihre Sorgen, ihr Reichtum, ihr Lebensgenuss. Letztlich stört nicht nur das Wort, sondern Gott selbst. Darüber wollen wir dich ein andermal hören. So wie der heilige Paulus auf dem Areopag in Athen, wird Gott und sein Wort förmlich abgewimmelt. Hoffentlich nicht in unserem eigenen Leben. Was du, Herr, von uns erbittest, wird am Ende über die vierte Gruppe gesagt. Dein Wort mit gutem und aufrichtigen Herzen hören, daran festhalten und durch Ausdauer Frucht. Als Vorbild mag uns dabei der heilige Josef Maria dienen, dessen Umgang mit dem Wort Gottes Kardinal Ratzinger einmal so charakterisierte. Der heilige Josef Maria hat die Bibel gelesen, nicht als ein Buch der Vergangenheit, nicht als ein Buch der Probleme, über die wir streiten, sondern als ein gegenwärtiges Wort, das zu uns heute spricht, als ein Wort, in dem wir vorkommen, jeder von uns, und indem wir unseren Platz suchen müssen, damit wir unseren Weg finden. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter,
Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.